Vielen Dank, Kunibert Wachten. Ich hoffe, dass die Überzeugungskraft der Projekte dann in den 2 Jahren, die wir jetzt noch vor uns haben, tatsächlich auch ihre Wirkung entfaltet. Und wir haben zur Zwischenpräsentation der Wien, der IBA Wien, uns auch den Aufwand gemacht, eine Publikation zu erstellen, das Future Lab der TU Wien mit Professor Rudolf Scheuwens gemeinsam mit der IBA Wien hat versucht, eine große Vielfalt, eine Bandbreite von Akteurinnen und Akteuren aus der IBA, von manchen, die aus weiter Ferne beobachten, die auch vielleicht nur generelle Statements und Positionen zum Zwischenstand der IBA Wien beitragen wollten. Das alles ist in einem eindrucksvollen Buch jetzt zusammengefasst worden, das heute präsentiert wird und das über den Zwischenstand der IBA hinaus Geltung haben wird. Ich bitte Professor Rudolf Scheuwens, dieses Projekt und dieses Buch uns zu präsentieren. Danke. Das ist das Buch. Ja, es sind 344 Seiten, viele Kapitel, 55 Beiträge, die wir gesammelt haben in diesem Buch. Aber Scherz beiseite, das Buch hat einen langen Diskurs, dem liegt ein langer Diskurs zugrunde, eben genau dieses Buch so zu machen, zu einer Zwischenpräsentation dieser IBA. Wenn man durch die Ausstellung geht, und man hat das ja schon gemacht im Vorfeld des Treffens hier, dann hat man fast ein bisschen den Eindruck, dass diese IBA zum Abschluss gekommen ist. Dass wir dort Projekte sehen, die teilweise bereits realisiert sind, im Bau sind oder in Kürze auch realisiert werden. Und damit kommt etwas zusammen, dass man sich fragt, was leistet diese IBA, wenn sie mehr sein will im Anspruch einer IBA als nur ein Bauprogramm? Was leistet sie zu Diskursen, die wir führen, europaweit führen, zu einem neuen sozialen Wohnen? Wo liegen die Herausforderungen unserer heutigen Zeit und wo müssen wir neue Antworten finden, um das Wohnen leistbar zu halten, um das Wohnen als Beitrag zu sehen der Stadtentwicklung und auch um das Wohnen, das Bauen auch wirklich kompatibel zu machen mit den Anforderungen, die wir ständig erleben, gerade im Kontext der Klimakrise, die mehr als je wirklich präsent ist, auch im öffentlichen Diskurs. Wir haben das zum Anlass genommen und gesagt, wir wollen zu dieser IBA eine Form der Zwischenbilanz ziehen. Wir möchten aber die Diskurse weiterführen, denn die IBA ist immer auch Reibfläche kritischer Diskurse zu einem neuen sozialen Wohnen. Grundlage zu all dem ist das Memorandum gewesen zu Beginn der internationalen Bauausstellung, in dem die wichtigen Themen, Kuni hat sie eben auch zusammengeführt, die wichtigen Themen aufgerufen wurden. Und dieses Memorandum war jetzt für uns die Reibfläche, weitergehend auch der Frage nachzugehen, was zählt zu einem neuen sozialen Wohnen? Wo müssen Akzente gesetzt werden? Wo müssen wir über das reine Bauen hinaus auch denken? Das Buch, ich habe es eben zu Eingangs gesagt, hat insgesamt 55 Beiträge, hat 344 Seiten, es hätten noch mehr sein können. Also wir haben wirklich einen mühseligen Diskurs geführt, wie schränken wir ein, wie erweitern wir, wie setzen wir die Themen. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen finden können, gewinnen können, Beiträge zu schreiben zu diesem Buch. Wir haben Tischgespräche geführt zu unterschiedlichen Themen, zu Fragen der regionalen Entwicklung, zum Thema Migration, Integration, zum Thema Quartiersentwicklung oder auch zu einem emanzipatorischen Wohnen. Wir haben Spaziergänge durchgeführt, die dokumentiert wurden in der Per Albin Hansson Siedlung. Mein Lieblingsprojekt dieser IBA, ich kann das immer wieder sagen. Und zur Bayer Top City, um eben vor Ort, in der Baustelle, im Bestand, wirklich Eindrücke zu sammeln, die eingegangen sind in kurze Exkursionsberichte, die in diesem Buch publiziert sind. Wir haben das Buch gegliedert in unterschiedliche Abschnitte und einer der wichtigsten Abschnitte finde ich jenen, mit dem dieses Buch auch beginnt, nämlich zu den Dimensionen des neuen sozialen Wohnens und dazu einem der wichtigsten Kapitel, glaube ich, in diesem Buch, wenn es nämlich um die Wohn- und vor allen Dingen um die Bodenpolitik geht. Wir können noch so viel diskutieren über das leistbare Wohnen. Wir können noch so sehr versuchen, das Bauen billiger zu machen. Wir wissen alle, dass der entscheidende Faktor zum Bauen und zur Leistbarkeit des Wohnens immer noch die Frage ist, was kostet der Grund und Boden? Und gerade in einer Stadt wie Wien mit der neuen Widmungskategorie,
ist das ein Thema, was sich jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven in diesem Kapitel auch zum Ausdruck bringt. Die Widmungskategorie, es geht um die Sicherstellung der preisgünstigen Wohnraumversorgung, es geht um eine aktive Bodenpolitik, so wie der Wohnfonds sie hier seit vielen Jahren und Jahrzehnten letztlich leistet, Beiträge, die man aufgreift, die man weitertreibt und daraus wirklich Ansprüche formuliert, die weit über Wien hinausreichen und die auch Anstöße geben müssen zu weitergehenden Diskursen. Und in diesem Kapitel gehört es auch dazu, dass es um die Verantwortung eben auch hier in Wien der gemeinnützigen Bauträger geht, die Beiträge leisten, gerade zu dem, was wir hier diskutieren, und deren Rolle wirklich unverzichtbar ist, wenn wir über das neue soziale Wohnen diskutieren. Es gibt einen Abschnitt zur ökologischen Dimension und Sie können sich vorstellen, dass es hier vor allen Dingen noch darum geht, wie reagieren wir auf die Klimakrise, wie setzen wir notwendige Ziele im Bauen und wie finden wir Antworten auf die Überhitzung der Städte durch neue Konzepte. Die Biotop City ist eines dieser Projekte, die hier im Rahmen dieser IBA mit umgesetzt werden, aber dahinter stehen wiederum viele Diskurse, die sich widerspiegeln in diesem Kapitel bis hin zur Frage, wie steuert man eigentlich eine Stadtentwicklung, welchen Beitrag leistet eben auch die Smart City eben zu dieser Entwicklung, die auch ökologisch neue Standards mitsetzen soll. Abgeschlossen wird dieser Beitrag, dieses Kapitel mit einem wirklich wunderbaren Beitrag von Werner Sobeck zum Thema Build for More with Less, wie wir in Zukunft bauen können, ohne die Welt zu zerstören. Und er spricht sich eben hier sehr eindeutig zu einem neuen Verständnis des Bauens aus, Bauen mit der Natur, die uns, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch herausfordern wird. Der dritte Abschnitt im ersten Kapitel geht ein auf die gesellschaftlichen Dimensionen, auf die Herausforderungen von Diversität, Migration, Integration. Er geht ein auf ein Recht zum Wohnen und er geht ein auf den Umgang mit den Transformationsbeständen im Bestand. Und da dürfen wir auch nie vergessen, selbst wenn wir immer über den Neubau reden, dass die Zukunft der Stadt in den Beständen liegt. Wie denken wir die Bestände weiter? Wie machen wir sie zukunftsfähig? Und das meint eben nicht nur Projekte wie die Per Albin-Hansson-Siedlung, sondern geht hinein in die gründerzeitlichen Bestände dieser Stadt, die ein enormes Potenzial bieten für den Weiterbau, für die Weiterentwicklung und für die Wertsicherung der Stadt. Abgeschlossen, auch hier, glaube ich, ein sehr spannender Beitrag, ich kann Sie nur empfehlen, von Wouter von Stiphout. In einer Schwarz-Weiß-Malerei setzt er sich eben aus unterschiedlichen Perspektiven mit heutigen Bedingungen des Wohnungsbaus auseinander. Der zweite Abschnitt geht dann sehr viel stärker ein auf das, was wir auch im Memorandum diskutiert haben, auf Themen, mit denen sich diese IBA auseinandersetzt, auf Fragen der Quartiersentwicklung. Natürlich geht es da auch um die Seestadt. Es geht um neue Genossenschaftsmodelle, das Zusammenwirken von Wohnbau und Quartiersentwicklung. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns hier auf einem guten und richtigen Weg befinden in Wien, eben den Wohnbau als einen wichtigen Motor zu sehen einer Quartiersentwicklung. Aber Quartiersentwicklung meint mehr als Wohnungsbau. Und auch das wird eben in diesem Kapitel sehr deutlich herausgearbeitet, Themen, die uns Anstöße geben sollen für weitergehende Diskussionen. Es gibt weitere Abschnitte zu Beständen, zur Bestandsentwicklung, Per Albin Hansson, Gründerzeit, zur Zukunft der Bestände von Eisinger oder eben auch ein schöner Beitrag zu den Blumen des Gemeindebaus von Andreas Humpfuber. Es geht um neue Modelle, Träger, Nutzungs- und Finanzierungsmodelle zu einem emanzipatorischen Wohnen, zu Konzeptverfahren, das ist gerade die Publikation, auch ein Forschungsprojekt von Robert Themel, in diesem Sinne auch veröffentlicht worden. Und eine Kurzfassung dieser seiner Forschungsarbeit findet sich hier wieder. Und es geht in diesem Abschnitt auch um die Architektur. Es ist ein Abschnitt, den wir hier haben. Es hat Kritiken gegeben zu diesem Buch. Es ist ja bereits seit längerem publiziert. Grundlegend waren sie sehr positiv, aber es gab oftmals eine Frage, und wo bleibt die Architektur? Wir dachten, das wäre eine internationale Bauerstellung gewesen. Warum finden wir in diesem Buch keine Projekte? Weil wir uns bewusst dazu entschieden haben, das so zu machen. In diesem Buch geht es um die theoretischen Diskurse. Der Katalog, du hast es gerade schon gesagt, Kurt, der liegt aus. Auch diese IBA ist eine IBA, die Projekte hat und die sich über Projekte mit präsentiert. Im dritten Abschnitt geht es um ein Thema, was für eine IBA essentiell ist. Es geht um die internationale Perspektive. Man fragt sich immer wieder, was ist denn eigentlich das Internationale hier an dieser IBA in Wien? Vielleicht der Umstand, dass international Wien als Wohnbauhauptstadt gilt. Man pilgert nach Wien und versucht von Wien zu lernen. Im Rahmen einer IBA ist das international aber weiterzusehen. Wir wollen die Diskussion führen, auch am Kontext Wien, vor welchen Herausforderungen stehen die Städte in Europa,
was das leistbare Wohnen betrifft? Wie reagieren diese Städte auf diese Herausforderungen des Wohnungsbaus? Wie geht London damit um? Wie geht Paris damit um? Was macht man eigentlich in Berlin? Und wir haben in diesem Buch versucht, diese unterschiedlichen Zugänge der Städte hier abzubilden, um auch da wieder eine Reibfläche zu erzeugen. Wie machen es eigentlich die anderen? Welchen Instrumenten wird dort gearbeitet und für welchen Herausforderungen sehen sich die Städte auch gestellt? Das heißt, das Internationale ist auch eine diskursive Ebene. Wir wollen diese IBA auch sehr stark in dem Kontext sehen. Nicht nur, was können andere von Wien lernen, sondern was kann Wien auch von anderen lernen? Ich glaube, da gibt es auch einiges an Anstößen, die in dem Buch dokumentiert sind, die vielleicht für die nächsten beiden Jahre auch mal Anstöße geben und auch darüber hinaus. Wir haben in einem Inlay in diesem Buch eine Bilanz gezogen, Urban Innovation Vienna, die Kollegen von Urban Innovation Vienna haben das gemacht, wie europäische Städte Wohnungspolitik machen. Wir haben Beispiele aus Amsterdam, Paris, Berlin, Köln, München und Prag mit dokumentiert. Und es gibt eben einen Beitrag, und jetzt komme ich ein bisschen auf eine Werbeeinblendung, jetzt muss ich mal kurz zur Seite gehen, und Christoph kommt gleich mal nach vorne. Wir haben im Rahmen dieser IBA auch darüber diskutiert im Beirat, wie können wir den internationalen Anspruch auch weiterdenken, welche Verantwortung haben auch die Universitäten in diesem Kontext, die nicht nur Kritiker sein sollen einer IBA, die nicht nur Zuschauer sein sollen einer IBA, sondern die sich aktiv in den wohnungspolitischen Diskurs einbringen über eine Wohnbauforschung. Und wir haben dann unterstützt eben durch die IBA und die Stadt Wien ein Labor gegründet, ein Labor für das neue soziale Wohnen gegründet. Und das Labor hat nur ein Format bislang. Und das ist eine Summer School, die wir in jedem Jahr durchführen. Und ich habe Christoph eben gefragt, ob er mal kurz nach vorne kommt, weil wir machen jetzt eine kleine Werbeeinblendung. Diese Summer School findet in der nächsten Woche statt. Und Christoph, du sagst kurz was dazu, was eigentlich alle erwartet. Ja, vielen Dank, Rudi, für die Möglichkeit. Wir haben ja die Chance, dass wir Bayer, das Bayer-Beispiel von Kunibert war perfekt. Wir sind eigentlich Bayer, oder? Wir sind das Bayer-Labor. Also wir sind ein Labor, wo wir einmal im Jahr uns zusammentun, uns das Privileg herausnehmen, junge Kolleginnen und Kollegen einzuladen, die forschen aus unterschiedlichen Bereichen und dazu auch international Kolleginnen und Kollegen dazu einladen, die hier Stellung beziehen zur Forschung zu unterschiedlichen Themen im Bereich des neuen sozialen Wohnens. Es ist die dritte Auflage. Die erste war zum Thema Nachkriegsmassenwohnen. Das zweite zum Thema, was ist überhaupt das Soziale im sozialen Wohnbau? Und das dritte jetzt heuer zum Thema Klimaanpassung im sozialen Wohnbau. Und dazu gibt es Montag und Dienstag ein Research Lab, also eine etwas aufgrund der Bedingungen verkleinerte Summer School mit Online-Seminaren. Aber die Werbeeinschaltung bezieht sich vor allem auf die Veranstaltung am Dienstag am Abend, 19 bis 21 Uhr, hier eine Debatte über den Zielkonflikt zwischen dem Sozialen und dem Ökologischen. Weil Klimaschutz und Klimaadaption und soziale Inklusion sind nicht in der Zielbestimmung nicht immer identisch, sondern ergeben auch einen konfliktreichen Zusammenhang, und das ist ein Thema auch dieser Summer School. Alle Informationen über die Website iba-researchlab.at. Ganz einfach, genau. Man kann hier physisch teilnehmen, aber auch virtuell, auch an den Seminaren. Danke, Rudi. An dem merkt man, dass die Zwischenpräsentation eben keine Abschlusspräsentation ist, sondern der Auftakt wieder in die nächste Runde hineingeht. Also wirklich spannendes Programm im Netz. Christoph hat es bereits gesagt, www.iba-researchlab.at. Gibt es weitere Info, man kann sich anmelden, zur einzelnen Veranstaltung zuhören, hier hinkommen muss man sich anmelden oder online zuschalten. Unglaublich gut besetzt, wirklich international besetzt mit Kollegen aus Wien, natürlich Indonesien, London, Oslo, Rom, Sao Paulo, Sheffield. All die kommen hier zusammen, zwar nur im virtuellen Raum, das ist das Gute jetzt, dass wir Erfahrungen gesammelt haben, wie man solche Gespräche weltweit führen kann. Und das ist, glaube ich, ein Gewinn, auch für die Veranstaltung, so ein Format möglich zu machen in diesem doch sehr internationalen Austausch. Das war der kurze Überblick über die Publikation. Das Buch bekommen Sie gleich, Sie können es nachlesen. Das hat einen großen Vorteil, man kann selektiv lesen. Man fängt an mit einem Artikel, springt drei Kapitel weiter, liest was, geht wieder mal zurück. Und wenn Sie es einmal durchhaben, haben Sie den ersten Beitrag eh wieder vergessen. Also Sie können es mehrfach lesen. Es ist
schön illustriert. Und da bedanke ich mich jetzt wirklich ganz besonders, wenn ich hier heute auch stehe, bei den Kolleginnen, die dieses Buch letztlich mit produziert haben. Das ist Madeleine Miesgang, Kerstin Pluch, Konstante Wolfring. Steht ihr mal ganz kurz auf, weil euch muss das Lob gelten eben für dieses Buch, was so großartig geworden ist. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht, in diesem Buch zu arbeiten, und es liegt jetzt hier drunter. Ich nehme jetzt dieses Buch mit runter, es braucht jetzt keiner mehr, ja? Und Sie kriegen es, glaube ich, gleich, wenn Sie die Zählkarte abgeben. So war das, glaube ich, ja? Okay, danke.